Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Ori and the Will of the Wisps. Ja, ich nehme diese direkt nach der letzten auf, zumindest fast. Ich habe ein bisschen was geguckt hier bei Fähigkeiten und so, einfach nichts Spezielles. Ja, eine Sache kann ich sagen. Und zwar, es tut mir leid für jeden, der wohl das Spiel schon kennt oder schon weiß, wie es weitergeht. Ja. Wir müssen zurückgehen. Und zwar hier hoch, wo wir schon dachten, dass es richtig wäre. Ich erzähle euch mal eine lustige Geschichte. Ja. Bei der Bearbeitung von Folge 3 oder 4, ich weiß es echt nicht gerade, wo wir die Fähigkeit bekommen haben mit dem Pfeil, mit dem Projektilen, ist mir was aufgefallen. Ich sag jetzt mal nicht was direkt, vielleicht fällt es euch selbst auch noch, oder ihr merkt es einfach mal. Und das ist halt ein bisschen low. Ich muss jetzt nicht sagen, dass es, also es ist halt meine Schuld. An sich, klar. Aber ich finde, das wurde jetzt nicht wirklich gut gekennzeichnet vom Game auch, was wir da machen müssen. Deswegen ein bisschen schade auch. Also ja, man hätte drauf kommen können, aber ich bin halt nicht so smart und das muss das Game halt wissen. Aber gut, ich zeige euch das einfach mal. Vielleicht wisst ihr es, wenn ihr es wisst, habt ihr es wahrscheinlich mehr in die Kommentare reingespammt. Aber gut, weil ich nehme das hier also auf, bevor, ne, also ihr habt Folge 4 und 3 schon, wenn das rauskommt, logischerweise, andersrum aber nicht, ja, ich habe jetzt nicht Folge 3 und 4 und das hier, ja, versteht ihr, ihr habt beides, ich habe nur Folge 3 und 4 gehabt, aber gut, ist auch nichts wichtig zu verstehen. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Wir haben alles richtig gemacht bis zu dem Punkt an sich. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch, was zu tun ist. Vor allem die, wo das Spiel schon gesehen haben, die denken sich, bist du eigentlich komplett behindert. Die, wo das Spiel nicht so kennen, werden sich denken, ja, wusste, habe ich mir schon gedacht. Ja, und die ganz wenigen, wie ich, Dummbatze werden sagen, ach so. Aber ja, es macht für mich im Nachhinein Sinn. Und ja, also okay, es wäre jetzt komplett absurd, wenn es das nicht wäre. Sage ich, wie es ist. Es wäre jetzt halt komplett traurig, aber ich bin mir halt schon zu 99% sicher, dass ich weiß, was zu tun ist. Deswegen machen wir das auch. Wie sind wir denn hier hochgekommen das letzte Mal? Mit dem Ding? Ja, anscheinend. Naja, darum geht's sowieso nicht. So, und zwar müssen wir zu dem Typen. Weiter rechts. Ja, es war nicht so. Im Nachhinein ist es traurig, wenn es das ist. Wenn nicht, ich weiß nicht, ob ich da eher glücklich oder trauriger wäre, ne? Beides so ein bisschen, weil ich wäre glücklich, dass ich es quasi, dass es nicht schlimm war, dass ich es nicht gesehen habe oder zumindest mir nicht gedacht habe. Nee, das war nicht, ja, das ist noch ein bisschen weiter. Aber gut, vielleicht merkt ihr es. Oh, ich habe einen Erfolg. War ich das etwa? 10 Feinde mit Umweltgefahren besiegt. Okay. Interessant, dass wir so viele Folgen schon gehabt haben. So, und zwar hier oben. Also es ist halt echt absurd, ne? Für jeden, der das Game nicht kennt, ich lasse euch mal kurz Zeit. Ich zeige euch den Ort und ich hatte dir auch den Ort kurz vor Augen für eine Weile, ne? Im Dings. So, wie glaubt ihr, kriegt man diese Tür denn auf? Oder Wand? Und zwar, ihr könnt pausieren, wenn ihr das Ganze noch überlegen wollt. Ja. Ziemlich enttäuschend.
Okay, das ist aber echt schwer zu lenken hier. Und zwar müssen wir, wenn ich richtig denke, weil die Beschreibung hat auch gepasst zu dem, was Projektile, was über Projektile drin stand. Ich glaub's nicht, dass ich so schlecht dafür bin gerade. Okay, das geht so einfacher. Falsche Richtung. Falsch, also fast richtig. Ihr seht, woraus hinausgeht. Oh Mann, ich bin jetzt gestorben. Ihr seht, woraus hinausgeht, aber... Oh, das ist gut. Ja, perfekt. Also wir müssen das Projektil dagegen schmeißen. Gorleck-Erz, du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Damit wissen wir, by the way, noch nicht, was man machen kann. Für die, die fragen. Und die Batterie meines Controllers sind beinahe leer. Dankeschön, dann gehen wir hier hoch. So, kann die Meldung mal weggehen? So. Ja, das wird schwierig. Ja, dachte ich es mir. Wir sind schlecht geschossen. So. Und das trifft dann. Und dann geht's kaputt. Ziemlich hätte ich sehen müssen. Hey, wer hat meine Mauer eingerissen? Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen. Oh komm, der macht mich zu Hackfleisch. Allein sein hässliches Aussehen. Moment mal, wir sind hier in einem neuen Ort. Junge, mach mal die Erfolge weg. Da ist Kohle. Wie hat er das gemerkt, dass ich seine Mauer abgeschmettert habe? Wo ist der überhaupt? Also hier ist Tok und so. Ah, hier, Grom. Ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, aber du bist es. Du bist wirklich hier. Niven beherbergt aber einen Geist. Die Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was die mal waren. Dennoch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht vor dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Doch ich fürchte, ohne Erz werde ich alle enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als sie in die Minen flohen. Ohne die nötigen Vorräte kann mein Traum einer Zuflucht vorbei sein, ehe er begonnen hat. Mit ein wenig Gorleck-Erz könnte ich diese Lichtung in einen Zufluchtsort verwandeln. Projekt anzeigen. Ah, okay. Was ist das? Diese pieksige Ranke überall sind echt störenfriedig, sage ich dir. Mit etwas Hilfe könnte ich sie entfernen und die Lichtung für alle sicher machen. Was ist das für ein Erz? Repariere das Geisterportal. Das heißt, die alte Legende konnte sich vor einem Portal zum nächsten teleportieren. Aber wenn wir diesen Portal Gorleck aufwecken, könntest du noch viel leichter in die Brunnen. Okay, das ist cool. Wir machen das Portal, definitiv. Es kostet eh nur eins. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Jetzt, da ich wieder bauen kann, kann ich mich wieder in einen wahren Gorleck nennen. Es gibt nur noch wenige wahre Gorlecks, also pass bitte auf, wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich. Nicht alle von uns sind dem Verfall rechtzeitig entkommen. Cool. Warum ist pausiert? Ach so, mein Akku ist leer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache euch kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich bin wieder da. Hat alles wieder geklappt. Hier. Bevor unsere Heimat vom Sand begraben wurde, sahen die Geister große Potenzial in Gorleck-Erz. Sie verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was wir ihnen bauten. Doch jetzt bist du hier und kann sich ändern. So ein Projekt, ja. Können wir erstmal keine mehr machen. Oder können wir upgraden? Es ist wohl besser, sich Zeit zu nehmen, statt später eine voreilige Entscheidung zu bereuen, was? Cool. Wie tippet man sich hier? Ah, okay, Y zum Tippen.
Ach so. Das, was ich kritisiert habe, 10 Mal gibt es schon. Oh mein Gott, ich bin so ein Depp. Ihr werdet mich noch mehr hassen jetzt, oder? Oh mein Gott. Okay. Und man kann sich mit X ja auch heilen. Das Ding ist super OP. Gut, dass wir das geholt haben. Und die Dornen sind jetzt nicht so abfacke. Die sind scheiße, aber geht schon. Okay, jetzt gehen wir voll links, aber. Also wirklich. Mal diese Aufgabe machen. Die wollen wir jetzt seit Stunden. Nein. Oder. Nee, Moki, verpiss dich. Ich mag dich nicht. Bin ich dir ehrlich. Hab schon von dir diese Kackaufgabe angenommen mit der Map und so. Jetzt lass mich. Gehört das alles zur Mitte? Okay, dann wäre vielleicht ein Spikes entfernen doch nicht so schlecht gewesen. Also, der Teleporter für 1 ist wahrscheinlich eh besser. Aber ich möchte ja auch ungern so viel. Also, oh mein Gott, das ist vielleicht ohne Spikes. Alter Faller. Das ist garantiert besser ohne Spikes. Oh mein Gott. Er trifft mich noch. Wir können aber so hier weiter. Hier ist Gift. Gibt es eigentlich eine Fähigkeit, wo man... Oh mein Gott. Da hoch. Noch Fähigkeit. Oh. Aber ich spawn hier wenigstens. Schade drum. Fuck, falsch gedrückt. Nochmal falsch gedrückt. Ich konnte mich noch heilen wenigstens. Nicht so wie davor. Kurz überlegen, Patrick. Kurz überlegen. Muss ich hier hoch? Anscheinend, ne? Ja, die Stacheln musste ich entfernen lassen, wenn das überhaupt noch dazugehört. Wir gehen links entlang. Das müsste passen. So. Okay, wir sind fast da. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Ihr wisst es gar nicht. Wir erinnern uns an diesen Ort. Wasser aus dem Lumasen fließt hier durch und füllt den Sumpf mit Leben. Oder zumindest floss es hier durch vor dem Verfall, bevor die Mühle stillstand. Ja, dann lass die wieder zum Laufen bringen. Da ist er wieder. Oh nein. Oh nein, das ganze Ding, heute Stundefolge oder so, habe ich gehört. Der Brunnenquell. Alles klar. Das hier können wir nicht benutzen. Das Blaue haben wir schon ausprobiert, nämlich. Kommen wir denn aber da hoch? Müssen wir hier weiter? Anscheinend. Er hittet mich aber auch immer. Okay, da kann ich nicht weiter. Wir müssen. Warte, lass mal kurz heilen und schauen. Doch, wir müssen links. Links. Das macht uns gar keinen Sinn. Wir können sonst nirgends wohin. Es muss hier sein. Aber ich könnte nicht. Ich kann ja nicht sagen, wie eigentlich. Oder sagt mir nicht, oh mein Gott, oder wir können durch die Tür rein einfach. Das kann auch sein. Ja, lass mal sprechen mit Au-pair. Was? So sieht man sich wieder, Geist. Ich habe beschlossen, diese alte Bibliothek zu finden.
Und ich höre, du möchtest die Räder des Brunnenquells wieder instand setzen. Eine edle Aufgabe. Ich fürchte jedoch, dass die Tür unserer Reise ein jähes Ende setzen könnte. Sie bewegt sich nicht. Okay, hat es ja auch nichts gebracht, mit ihm zu reden. Außer, dass man hier runter kann. Ist hier unten irgendwas, ist aber die Frage. Da ist einiges Böses. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich... Was ist das? Ich glaube, ich bin tot. Warum bewegt sich mein Bild so weird? Das gefällt mir halt nicht so. Kann ich irgendwie draufstehen? Danke. Dann können wir nämlich noch hier runterspringen. Was ist das? Hallo, es geht wieder. Das war legit das. Okay. Digga, wieso ist der so fast? Oh fuck, ja, ich bin tot. Aber ey, ich spawn hier, oder? Ja. Das war ein schlechtes... Ich wusste nicht, dass das... Okay. Das ist wieder nicht so geiles Timing. Okay, wir machen es anders da. Und zwar... Ey. Wir können auch einfach jedes Jahr Gras benutzen oder Moos. Und gehen so hoch. Oder auch nicht. Okay, Spiel. Okay, Spiel. So, hier kommt man da rein. Digga, nicht dein Ernst, oder? Ich nutze einfach aus, dass ich so viel Leben habe und lass mich ein bisschen Damage tanken. Digga, wir müssen wahrscheinlich nur reinlaufen. Dann speichert's nämlich. Ja, zack, reingehen. Zwar war die Entfernung gewaltig. Okay, das war es auch. Boah, nicht im Ernst. Fetti und Spinny oder wie auch immer die nochmal hießen, Alter. Ach, er geht allein? Ne, ich dachte schon. Doch, die Familie ließ sich nicht trennen. Bro, zwei werden mich niemals. Wir sind ja nicht mal im selben Haus. Okay, da können wir nicht mal da links. Wie sieht's rechts aus? Unten ist Poison. Da können wir eh nicht hoch, deswegen hier durch. Ah, wobei da unten. Jetzt dreht sich wieder einiges. Bringt es uns irgendwas? Oben ist was passiert, doch. Wir heilen uns. Boah. Okay, ich verstehe schon. Oh mein Gott, ich sehe nicht, wo ich die ganze Zeit bin. Aber ich sehe hier... Oh mein Gott. Ist es... Und zack. Okay, das ist cool. Aber es bringt uns an sich nichts außerhalb dafür. Oder wobei, vielleicht bringt es uns hier mehr. Ja, müssen wir wahrscheinlich machen, damit ihr hier hochkommt. Was ist das überhaupt, Digga? Ja, das dreht sich jetzt auch mit Stacheln. Geil, das lieben wir. Boah, risky. Dass es überhaupt so gut geklappt hat, war eigentlich sehr, ist eigentlich sehr lucky gewesen. Ja, das kann ich jetzt nicht zerstören, weil ich habe keine Mana.
Ach, das ist doch bescheuert. Kann ich... Ich kann da versuchen, so ranzukommen. Ja, das hat auch geklappt. So, perfekt. Boah, was ist das? Weg damit. Ich nehm dich hops. Alter Fall, was auch immer das war. Okay, das ist seilmäßig. Und für ein Erzdings. Okay, ist okay. Gorlek-Erz nehmen wir immer mit. Perfekt, auch flawless geschafft, schnell. Ja, Erz ist Erz, nehmen wir mit. Wir brauchen noch zwei, dann können wir die hässlichen Dornbüsche entfernen. Auch wenn es jetzt nicht wirklich was ist, wo ich sagen würde, das stört mich. Aber wenn es angeboten wird. Ja, okay, das ist halt, das ist... Irgendwo muss man, also da oben ist ein Hebel, an den kann man nicht ran. Ich geh mal runter von der Stange. Achso, ich darf mich nicht heilen. Okay, weil das ist aber doof, weil ich gerade nicht weiß, wohin. So gar nicht. Also hier ziehen. Ich verstehe das hier noch alles. Da bin ich verwirrt ab hier. Ach so. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das Teil muss ich drehen dafür. Ja, dann ist es. Also das sind aber schwere Sprünge. Es killt mich. So, jetzt dreht sich das wieder. Das ist ja wunderbar. Und da ist was. Oh yeah. Taui haben wir davon. Schön. Oh, nein! Ich bin trotzdem gestorben. Aber der ist eingespeichert, von daher juckt mich das nicht. So, jetzt können wir hier auch oben Gott, den Hebel drücken. Was auch immer für eine Verwendung der hat. Oh. Der lässt es rausfließen. Ja, okay, und da hoch kommen wir, ne? Oder? Nee, egal was man tut, da hoch kommen wir nicht mehr. Wir konnten das Wasser abfließen lassen. Junge. Wie unlucky, Alter. Es hätte auch, es müsste nicht. Naja. Warum sollte ich? Ey, komm mal her, ich will hoch. Was ist denn hier oben noch? Ach, da ist er. Ja, komm. Ich verkaufe Wehe für 500, ich schwöre. Wir kommen bei dem Brunnenquellenmühle, der Quelle aller nassen, der ehemaligen Quellen jedenfalls. Früher hatte ich ein wenig Angst davor, diese riesigen Zahnräder zu kartografieren, was wenn sie plötzlich wieder anspringen sollten. Aber sie liegen nun schon ewig so still da, wie schlummende Schaumschnecke. Schnecken, also ist es vermutlich sicher. Vermutlich. Möchtest du diese Karte des Irrgartens 150 kaufen? Ja, 150 geht fit. Karten waren bisher immer wunderbar. Die letzte war zwar okay, aber der Rest war oha. Das hat sich oben alles geöffnet und hier hat sich einiges geöffnet. Das ist wild. Danke, Lupo. Das war echt ein nicer Trade. Auch wenn du hässlich aussiehst, aber es war echt ein guter Trade. Und da links ist ein Baum.
Bin ich gespannt. Was gönnt der Baum denn? Der wird wahrscheinlich was mit den blauen Hängedingern zu tun haben. Oder mit dem Gift. Bitte, 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 bitte. Was Wunderschönes macht mich glücklich. Wurfhaken. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke LB in der Nähe von Haken oder blauen Moos, um dich zu ihm zu ziehen. Oh. Das sind die. Das sind die dann also. Krass. Und die gehen? Ja, das sind die Dinger dann. Okay, das ist super gut. Ich weiß gerade nicht, wo ich das einsetzen könnte. Ach so, ja okay, doch. Ich hab's gefunden. Zack. Tür geht auf. Wir können durch. Wir sind glücklich. Okay, okay. Wir lernen immer ein paar Fähigkeiten neu dazu. War schon klar, dass wir da eins von diesen zwei Dingern... Oh, jetzt sind wir hier. So, Tok, was willst du denn von mir? Der Brunnenquell taugt nicht zum Wandern. Bei dem ganzen Rumkreise wird mir ganz schummerig. Hätte ich das letzte Mal nicht meinen Kompass verloren, wäre ich jetzt auch gar nicht hier. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ich meine, ich hätte ihn jenseits dieser Tür da vorne verloren. Ja, wir nehmen die einfach mal an. Wo der jetzt genau liegt, juckt mich nicht, aber wenn wir den halt mal finden, nehmen wir ihn auch gleich mit, ne? Nehme ich mal an. Wir schießen da mal rüber, weil ich keine Lust habe, da gerade hinzugehen. Ach so. Jetzt kommen wir halt auch hoch, ne? Ja, okay, jetzt kommen wir hier halt hoch zu Tok. Es geht aber nicht hier rum. Wir können uns hier auch droppen lassen. Okay, dachte ich. Ja, wir haben halt nur ein HP. Ich bin sehr verwirrt, warte kurz. Wir gehen erstmal rechts weiter, würde ich sagen. Wobei, ja, mal gucken. Boah. Warte, 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 warte. Ich sterbe hier gefühlt halber. Ich möchte nicht sterben. Oh Gott, hallo. Dankeschön, Spiel. So, und jetzt erstmal. Was genau verlangt ihr von mir hier? Das ist so ein Bonus-Ding nur, ne? Sieht so aus. Ja, es ist aber okay. Wir kriegen hier noch ein Gorlek-Erz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist das? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ich habe halt genau ein HP, deswegen gut ist nicht zu sterben. Was sie auch schaffen, wunderbar. So. Wir nehmen noch das. Oh Gott. Es ist halt schon schwierig. Weil. Die Position einfach schlecht von dem Item ist. Und weil man vor allem, selbst wenn man es schaffen sollte, irgendwie, so wie ich das jetzt zu machen, und man einmal Damage kriegt, oh, da
Ganz im Ernst, ich mach das halt, wenn ich sterbe, ist okay. Ja, es ist fein. Also. Ach, ich spawn sowieso hier mit dem Erz schon hier dann. Was widerspricht dem denn? Ach, Idiot, ich hätte es gerade schaffen können. Das ist ja. Die Ironie gönnen mir. So, wahrscheinlich hat niemand so viel gestruggelt wie ich gerade. So, und jetzt können wir hier durch. Und jetzt sind wir auch schon hier drinnen wieder. So, hier ist unser Kumpel. Wir können mit dem mal wieder reden. Moki. Das Erkunden des Unbekannten ist gar nicht so einfach. Vor allem ohne eine Tasche. Oh, das ist eine sehr große Tasche, die du da hast. Oh. Ob ich sie wohl haben dürfte? Oh, vielen Dank. Hier, ich gebe dir dafür meine alte Kräuterbeutel. Der Beutel ist alt, aber die Kräuter sind frisch, so frisch. Ich weiß zwar nicht, was ich damit will, aber Questgegenstand gefunden. Ja, okay, wir haben jetzt unsere Tasche, die wir von Top bekommen haben, umgetauscht. Ich weiß noch nicht, wo unser Ziel ist genau. Mündert, verlorener Kompass auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich möchte. Er möchte wieder einen alten Glanz erstrahlen lassen, indem es jedes Gebäude wieder aufhilft. Ja, aufbaut, ja, das wollen wir aber nicht. Wir sind eigentlich da, um da hochzukommen, genau. Wie kommt man da aber hoch? Moment mal, wir müssen hier wieder zurückgehen, das ist nicht richtig. Wir müssen da oben hin. Das Ding kann echt weit graveln, ne? Hier, aber das ist zu. Oh Mann. Da oben ist ein Gorlek, ja? Ne, das ist was anderes, aber es sieht cool aus, deswegen wollen wir es haben. Und das ist Erdin. Er ist einer dieser Möchtegerns, oder was? Boah, das ist ein krasser Sprung gewesen. Hier ist ja nicht mal was auf der linken Seite. Verarsch mich doch nicht, Game. Ja, okay, ich muss mich kurz entspannen. Bisschen chillen. Bin ich? Hä? Okay, das war so ein Prank, Alter. Ich weiß doch selbst gerade gar nicht, wo ich war. Da ist es. Boah, knapp aber geschafft. Hä, was? Achso, da oben ist noch eins. Oh mein Gott. Ah, wir können hier stehen. Oh mein Gott, danke. Okay, es ist schon cool. Podest aktivieren, was auch immer das macht. Achso, es ist der Teleporter. Geisterprüfung, Belohnung. Was? Ich nehme es einfach an. Denke ich. Naja, wie auch immer. Was wir wollen, ist das hier. Oh, alter Wurfhaken, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Hake dich an Feinden fest. Drücke zum Anlegen. Okay, können wir austesten. Aber erstmal. Wie genau kriege ich die Tür jetzt hier auf? Das ist meine Frage immer noch. Ich weiß jetzt, wie ich hier hochkomme und all den Kram.
Aber ich weiß halt nicht, wie man einen Haken macht immer noch. Vielleicht sollten wir nochmal in den unteren Raum da reingehen und uns dort nochmal umschauen. Vielleicht muss man dort was drücken. Boah, knapp aber, ne? Sehr knapp. Ja, wir gehen erstmal rechts rüber. Geht nicht. Schön. Hier oben ist auch nichts. Einfach so zum Dranbumpen. Okay, also. Okay. Scheint für mich so, als ob wir hier hin müssen. Weil ich glaube nicht, dass das alles hier so für ein Boni sei. Okay, das ist sehr unwahrscheinlich für einen Bonus. Moment mal. Wir wollen die Fähigkeit kurz ändern und zwar. Warte, was? Was ist meine Haken? Ich will meine Haken ausrüsten. Ach so. Ach, hier ging das, ich Idiot. Wir machen mal Multishot raus. Und wo ist das? Hier. Hake dich pro Sprung an einem Feind fest. Ich weiß nicht, was gemeint ist damit. Was meint denn, das hake sich in einem Sprung? Ich weiß es nicht mehr, ich habe jetzt einiges ausprobiert, ich glaube. Ich weiß es echt nicht. Naja, lohnt sich nicht, finde ich. Zumindest weiß ich nicht, wie es klappt, deswegen. Aber gut, wir können es erstmal drin lassen. Wir haben eh Multishot. Ach, er ist schon hier? Was für ein Labyrinth diese alte Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt zu trödeln. Der Weg ist weit. Ich will an Wissen gelangen und du musst eine Mühle reparieren. Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück, keine Zeit zu verschwenden. Ja, ich hab doch nie vorgehabt, Zeit zu verschwenden, du Spast. Du warst doch der, wo hier ist und mir nicht helfen will, das Ding zu zerstören schnell. Mann, Digga. Ja, jetzt den Weg halt nochmal zurückgehen. Und oben reingehen und ich glaube, dann lässt sich die Folge erstmal beenden. Das dreht sich nicht, das hier dreht sich aber. Drauf? Nein. Was soll ich denn? Achso, Idiot. Lost. Oha. Okay, das ist halt unerwartet. Dass ich das ganze Ding nochmal dreht. Moment mal, wo müssen wir raus? Das ist direkt über uns. Ja, da kommen wir halt, oder? Wobei, doch, da kommen wir ran. Wir bleiben hier dran kleben einfach. Nicht ganz. Fuck. Wir müssen hier gucken, dass wir hier so reingeschossen kommen. So, aber das ist halt. Ist es überhaupt möglich? Ha. Hä? Ja, es ist halt bestimmt möglich, aber. Ach so, ja, okay, so ist es möglich. Boah, oder ist es das? Wahrscheinlich müssen wir rechts entlang, ne? Ich habe versucht, das Spiel ungewollt auszutricksen, glaube ich.
Ich glaube, wir dürfen da gar nicht wieder zurück, wo wir hingegangen sind. Auch. Ja, bin ich mir schon fast sicher jetzt. Die haben wir schon gedrückt. Wie unnötig. Müssen wir den nochmal drücken? Oder haben wir den überhaupt gedrückt? Hey, ich bin verwirrt. Dieses Level gibt mir mehr Verwirrung, als die Verwirrung überhaupt zulässt, Alter. Moment mal, was? Ich darf hier nicht mit Logik irgendwie vorankommen. Hier hinten hat sich nichts geändert. Nee, 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 das muss ich so lassen, wie es ist. Es geht um das hier vorne. Oh fuck. Okay, es zieht gut ab, aber es ist noch verkraftbar. So, was jetzt hier? Oh. Den hier oder was? Ach so, jetzt kommt man da raus, theoretisch. Ist ja gut, dass wir da so schnell durchkommen. Ja, easy. Wir machen uns noch voll. Speedrun diese Stelle gefühlt. Ihn skippen wir. War vielleicht nicht so smart, ihn zu skippen, aber. Doch, hat schon geklappt. So, und das zerschmettern wir. Ja, und nun geht die Tür oben auf. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Dann gehen wir noch dahin und dann beenden wir die Folge dort auch. Wunderbar. Auch wenn die Folge jetzt etwas länger ging. Also, was ist etwas länger? Die ging schon lang. Ah, wir können hier runter. Okay, das ist nett. Wir müssen auf die Lücke warten nur. Das wäre die da. Und wir können hier kurz noch was mitnehmen. Eisennadel. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Zeigt im Wasser nach Norden. Hervorragend, um sich zurechtzufinden. Ist es der Verlorene? Ja. Das ist dieser scheiß Kompass von ihm. Lass mich runter. So. Wenn wir das schon machen können. Ah, hier ist er sogar. Ja, perfekt. Komm. Mit Tok reden. Mein Kompass, du hast ihn gefunden. Ich schulde dir was, Wanderer. Hier, nimm das Schuldbeglichen. Was ist das? Ah, cool. Ein Gorlek jetzt. Schön. Nehmen wir an auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt nur noch da hochgehen, wo die Tür war. Zum Glück habe ich das noch rechtzeitig mitbekommen, dass wir da geprankt werden fast. Autsch. So, da gehen wir durch. Und ich glaube, hier war es das auch erstmal. Die Brunnenquelle beherbergt einst eine große Bibliothek. Ori Wissen floss wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles, das einst war, verloren und das Wasser ist still. Hast genug gelabert? Gut. Ach so, hoch wollten wir noch. Das machen wir noch dann. Da links ein Teleporter. Schön. Oder müssen wir den erst freischalten? Falls ja, machen wir das schnell. Wir benutzen ihn einmal auf jeden Fall, dass wir den haben. Mit dem Teleporter fühle ich mich nämlich viel sicherer. So, dann gehen wir jetzt noch nach da oben hin, wo wir hingehen wollten eigentlich auch. Was?
mysteriösen Samen durch einen neuen Questgegenstand gefunden. Erleuchtet schwach. Vielleicht gibt es jemanden, der weiß, was für ein Samen das ist. Ja, das juckt mich nicht. Mir ging es null um diesen Samen. Hey, kommt man hier nicht so. Oh. Den nehmen wir noch mit. Nee, aber mir ging es null um den Samen. Ich wollte eigentlich. Kommt man da nicht so hoch? Doch, siehste. Und wir müssen noch. Wir gehen noch mal schnell rechts auschecken. Können wir nicht hin, okay, nett. Dann können wir links hin, wo wir eigentlich hin wollten. Wow. Was passiert hier? Für wahr ein fauliges Präsenz, eine faulige Präsenz. Nee. Das machen wir nicht heute. Auf keinen Fall. Vorwärtsbeeilung. Das war jetzt nicht geplant, das noch zu machen. Und jetzt verstehe ich, warum dazu war. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht machen eigentlich. Müssen wir eigentlich so einen Zeitvorteil geschafft haben gerade. Hallo. Ja, okay, das war ein Fail. Oh, alles nochmal. Ja, ich hab schon so verkackt. Ich möchte die Folge eigentlich nicht zu lange strecken, Leute, aber ich habe Angst, dass ich hier nicht speichern kann und alles normal machen muss, gefühlt. Und natürlich weiß ich auch, dass ihr wollt, dass ich das jetzt mache. Deswegen sind es eigentlich zwei Gründe. Ich durfte nicht heilen, wie man das Spiel manchmal sein kann und manchmal auch nicht mehr. Das habe ich gar nicht gesehen da oben. Ich sehe ja kaum schon was. Ich gucke nur, wohin ich muss. Ich gucke nicht auf die Hintergrundsachen. Ich kann darauf leider gerade null achten. Oh mein Gott. Ich muss das. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Vor allem immer wieder neu machen. Alles. Es gibt da nicht so einen Checkpoint kurz oder so. Das muss ich mir bei anderen Leuten mal reinziehen, wie die da geraged sind oder so, Alter. Das war gut, wie wir hier vorangekommen sind. Ja, das geht besser, aber das ist okay, so ist es okay. Okay, das hätten wir deutlich besser machen können. Bis hier, oh mein Gott. Ja, das hat mich zerdrückt gefühlt. Oh mein Gott, ich wollte es nicht mehr machen, ich wollte aufhören. Wäre ich da nicht hochgelaufen, noch schnell, ne? Immerhin kriegen wir das flawless schon, ohne Leben zu verlieren. Wir müssen das so machen. Ich hab's nämlich davor falsch schon gemacht. Nein. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir auch hin. Das auch, alles easy cheesy. So, das hier hat mich echt verwirrt. Wie funktioniert das?
Ich weiß nicht, wie das funktioniert, muss ich sagen, darüber im Rad. Weil ich drücke es, aber es passiert halt nichts. Also ich weiß es nicht, was da passiert bei mir. Ich gebe den ganzen noch ein paar Tries, wenn nicht, müssen wir es die nächste Folge machen. Aber es wäre doof, wenn ich hier nicht speichern kann oder so. Das können wir so machen. So. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Ab dem Zahnrad verstehe ich das nicht mehr. Also ihr seht ja, wo ich sterbe, aber... Weil ich kann mich da nicht grabben, aber ich darf da auch nicht springen. Also ich darf da irgendwie nichts machen. Und ich dachte, man muss sich da graben eigentlich. So, hier muss ich mich wieder heilen. Oh fuck. Okay, das ist aber schnell gewesen. Oh fuck. No, das war sehr schlecht. Ja, jetzt schaffe ich es erst recht nicht, oder? Ach so. Jetzt check ich das erst. Ich dachte, das wären die blauen. Ach, die Jungs. Und das war vor allem das Ende, oder was? Ach, nochmal ein Erfolg, lol. Möge das Wasser fließen. Wassermühle geräumt. Aber wir haben es geschafft. Boah, Junge, Stunde Aufnahme oder länger. Ich kotze gleich. Ich weiß nicht, wie lange die geht, aber ich nehme schon sehr lange auf. Vor allem habe ich die Folge davor auch noch aufgenommen, ne? Das Wasser fließt wieder. Schnell und klar. Hell und sauber. Du bist äußerst mutig. So mutig, so nass. Wir müssen es Quarlock erzählen. Heute ist ein Freudentag und ich konnte nicht weiterlesen, weil ihr verdammt schnell geredet habt. Nein, ich gehe da jetzt nicht hin. Das machen wir nächste Folge. So, ich hoffe, euch hat diese Folge Ori and the Will of the Wisps gefallen. Gebt einen Daumen hoch dafür, mehr davon. Abonniert den Kanal, wenn ihr es weiter was verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung könnt ihr meinen TikTok auschecken. Checkt die letzten Folgen aus, um mich mehr zu unterstützen und alles. Das Game an sich, sich nochmal vielleicht von meiner Perspektive anzuschauen, wenn ihr es nicht getan habt. Und bevor ich es vergesse, machen wir das hier noch weg mit dem Haken. Finde ich wirklich schlecht. Zumindest wusste ich nicht, wie man es benutzt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao. Leute!